Moin Moin und herzlich willkommen bei meinem Ethereal Knives Inquisitor Budget Build Guide. Für wen ist der Build geeignet? Der Build eignet sich hervorragend als League Starter. Man braucht im Grunde keine Items, damit der Build funktioniert. Man kann ihn später auch noch upgraden, sodass er mit zu den schnellsten Mappern zählt. Er ist sehr einfach zu leveln. Er macht Spaß zu leveln, er macht Spaß zu spielen. Man hat die Shatter-Explosion, ist sehr, sehr befriedigend, die zu hören die ganze Zeit. Man kann eine ganze Reihe Magic-Find-Items unterbringen, sodass man mehr Returns pro Map kriegt. Ich will euch das Gameplay zunächst einmal in einer Map zeigen. Das ist jetzt eine Unshaped Haunted Mansion, einfach aus dem Grund, weil ich keine Shape-Version habe, aber eine T10er läuft sich im Grunde genau gleich. Im Grunde rennen wir nur hier durch und procken die Spirit Volleys von dem Light Poacher Helm und alles stirbt. Und wenn man beim Boss ist, kann man Vaal Breach ziehen. Und dann kommen so viele Spirit Volleys, dass der Single Target Damage auch ganz gut aussieht. Weil man halt die ganzen Monster die ganze Zeit tötet. Zeige ich noch ein bisschen mehr von der Map, weil das jetzt ja recht kurz war. Den Boss haben wir recht schnell gefunden. Proximity Shields sind natürlich wie bei den meisten Builds Aids. Aber ansonsten kommen wir eigentlich ganz gut durch. Man ist auch erstaunlich tanky. Dafür, dass man so einen guten Clear Speed hat. Oh. Und sogar. Na! Ah, shit. Zu viele Tasten drücken. Und eine Essence selbst ohne Vaal Breach stirbt halt ganz okay. Man hat halt Mindover Matter und das federt halt einen guten Teil vom Schaden ab. Was habe ich eigentlich für einen Loot-Filter drin? Wird ganz schön viel Loot angezeigt. Ich glaube, ich habe den Regular-Filter drin, weil ich am Leveln war. Und das hier ist halt die Budget-Version. Man kann das Ding natürlich noch komplett eskalieren lassen, wenn man sich einen Headhunter oder so dazu holt. Schauen wir uns als nächstes den Skilltree an. Wir sind Inquisitor. Die erste Note, die wir uns holen, ist Instruments of Virtue. Die hilft uns ganz ordentlich beim Leveln. Jedes Mal, wenn wir einen Spell casten, kriegen wir mehr Spell Damage. Jedes Mal, wenn wir angreifen, mit Shield Charge zum Beispiel, kriegen wir mehr Attack Speed und mehr Cast Speed. Und da wir das ja immer abwechselnd machen, haben wir im Grunde die Buffs immer oben. Also Spell Damage, Attack Speed, Cast Speed. Macht uns sehr schnell beim Leveln, macht das Leveln sehr angenehm. Zweite Note, die wir uns holen, ist Augury of Penitence. Die ist nicht so stark, aber die ist für sich allein genommen stärker als Righteous Providence. Das Gute an dieser Note ist auch, dass wir weniger Elemental Damage kriegen. Hilft ein bisschen beim Leveln und gibt halt einen ganz ordentlichen Damage Buff. Murklap ist dann nicht ganz so wichtig. Das, was den Inquisitor dann im Late Game gut macht, ist Inevitable Judgment. Weil mit dieser Note werden die Elementarresistenzen der Gegner komplett ignoriert. Wenn wir critten. Wenn wir nicht critten, haben wir nur 10% Penetration. Und das macht den Inquisitor so stark. Und das zusammen mit dieser Note, wir critten halt öfter und wir haben einen höheren Crit-Multi. Ohne die Synergie mit Inevitable Judgment ist Righteous Providence nicht so gut, also nimmt man erst Augury of Penitence, nachdem man sich Instruments of Virtue geholt hat. Was den normalen Skilltree angeht, muss man etwas unterscheiden zwischen dem Leveling Skilltree und dem Late-Game Skilltree. Was ihr hier seht, ist der Late-Game Skilltree. Der Leveling Skilltree ist nicht großartig unterschiedlich zu diesem hier. Im Grunde gibt es nur zwei Unterschiede. Man geht auch hier hoch über Spell Damage, holt sich hier Mana Rack, Mind Over Matter und geht hier runter und holt sich Potency of Will. Skill Effect Duration ist quasi ein More Multiplier, ist sogar besser als ein More Multiplier, also das sind 45%. Duration für Blade Vortex, je höher die Stacks von Blade Vortex werden, desto mehr Schaden macht Blade Vortex auch. Das heißt, es ist sogar besser als 45% More Damage. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann konsistent 20 Stacks erreicht von Blade Vortex. Dann fällt das natürlich ab. Aber beim Leveln erreicht man das nicht und deswegen ist das ziemlich stark. Dann hier noch Mana Rack und Life Rack sehr gut. Und man nimmt sich hier die Area Note mit, hier diese zwei Punkte. Und ansonsten ist der Skilltree im Grunde gleich. Wenn man das hat, geht man hier rüber, kann sich hier noch ein 2-Punkte-Jewel mitnehmen. Und dann bereitet man schon seine Transition auf EK vor.
indem man hier rumgeht, hier rum und sich hier das Jewel holt, weil diesen Jewel-Socket brauchen wir für Ring of Blades, weil wir sonst nirgendwo 40 Decks im Radius haben. Und wenn man das hat, füllt man halt auf. Hier ist noch viel Spellcrit, hier ist noch viel Spellcrit, hier ist dann noch ein Jewel-Socket, hier ist noch ein Jewel, hier ist noch ein Life. Im Grunde füllt man dann nur auf. Aber das Grundgerüst ist halt hier Potency of Will beim Leveln, was man ja dann später wieder rausspeckt, sieht man hier ja. Ich lade das auch im Path of Building hoch, dann könnt ihr das anklicken. Und dann rusht ihr halt hier rüber und holt euch hier den Jewel Socket. Und wenn ihr den habt, seid ihr bereit, um auf EK zu wechseln. Was ihr aber erst machen solltet, wenn ihr entweder im Blood Aqueduct seid oder wenn ihr mit Kitava fertig seid. Weil wie ihr bei dem Let's Learn vielleicht gesehen habt, EK bei Kitava ist nicht ganz so geil. Also entweder lasst ihr euch Kitava killen oder ihr speckt es nach Kitava auf EK. Je nachdem, wie ihr es machen wollt. Man kann Aqueducts auch ganz gut mit Blade Vortex farmen. Oder auch Bridge, wenn man den Light Poacher Helm hat. Was das Pantheon angeht, nehmen wir bei den Major Powers natürlich Lunaris für den Movement Speed Buff. Und die Damage Reduction ist natürlich auch ganz nett. Man kann die natürlich auch noch upgraden, ist man noch ein bisschen tankier. Was die Minor Notes angeht, hat man ein paar Auswahlmöglichkeiten. Man kann Rallakash nehmen für Bleed Avoidance und Physical Damage over Time Reduction. Oder man nimmt einfach Gruthkul für die Physical Damage Reduction. Man kann sich auch Poison Immun machen. Also da hat man ein paar Auswahlmöglichkeiten. Man kann auch Rislata nehmen, aber dann mit dem Upgrade für die bessere Life Flask. Macht auch nicht so viel aus. Nehmt euch, was euch am besten gefällt. Werfen wir kurz einen Blick auf das Gear. Das ist jetzt ja die Budget-Version. Das heißt, ihr könnt diese Items, die ich jetzt anhab, natürlich auch noch upgraden. Die beste Waffe ist ein Brightbeak, weil der gibt uns einfach super viel Attack Speed. Und nicht nur das, der hat auch noch bis zu 60 Resi drauf, was dafür sorgt, dass wir Damage-Ringe anlegen können und Damage-Amulette. Kostet nichts, kein Grund, sich den nicht zu holen. Wenn man irgendwie mehr Damage haben will, kann man auch einen Dagger nehmen oder ein Scepter, wo dann diese Physical Damage as extra bla 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 drauf sind. Die Mods kann man auch machen. Die sind aber erheblich langsamer, das im Hinterkopf behalten. Und je schneller man ist, desto mehr Nutzen zieht man aus dem nächsten Item, Light Poacher. Das Ding bleibt wahrscheinlich nicht für 3.2 drin, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Zumindest nicht in der Version, wie es aktuell ist. Das Ding ist einfach super OP und kostet relativ zu dem, was es bringt, genau wie Brightbeak, gar nichts. Wenn ihr keinen Zugang zu einem Light Poacher habt, habt ihr als Budget-Variante natürlich einen Rare Helm mit viel Life, mit Resis, im Idealfall mit einem EK Enchant, also EK Damage, EK Proc Speed. Wenn ihr ein bisschen Geld ausgeben wollt für den Helm, gibt es eine ganze Reihe Shape Prefixe, also Shaped Helm. Und dann gibt es da zum Beispiel Power Charge on Kill, Flat Cold Damage to Spells, Lightning Damage to Spells ist auch gut. Dann gibt es als Suffixe Socketed Gems are supported by Hypothermia, Innervate und Socketed Spells have Percent to Critical Strike Chance, also Base Crit. Also da gibt es eine ganze Reihe von Mods, die da sehr gut sind, die auch dafür sorgen können, dass ihr keinen Six Link braucht. Ihr verliert natürlich den Plus 1 aufs EK dadurch, aber so stark ein Plus 1 auch ist, ein 7 Link macht mehr Schaden. Also das wäre der Idealfall für einen Helm. Aber wie gesagt, Budget-Variante einfach Live-Resis im Idealfall mit dem Enchant vom Lab. Was das Amulett angeht, Karui Charge ist sehr gut oder Karui Ward. Der Unterschied ist im Grunde einfach nur der Attack Speed. Das Ding hat Proc Speed, Move Speed, Proc Damage und ganz wichtige Stats für uns, Dex und Stärke. Int haben wir genug, aber Stärke und Dex haben wir immer Mangelware. Sehr gut, sehr günstig. Ein sehr günstiges Schild ist ein Ash's Mirror. Das Ding hat sehr viele Sachen drauf, die wir haben wollen. Es hat Resi, es hat Life und es hat den sehr starken, aber nicht sonderlich eindrucksvollen Mod adds 1 to 10 Lightning Damage for each shocked enemy you've killed recently. Also, wenn man einen Gegner tötet, die sind immer geschockt, weil wir quasi immer critten. Wenn der stirbt, kriegen wir Flat Lightning Damage. Und das stackt ziemlich heftig, wenn man viele Gegner tötet. In kurzer Zeit. Weil recently ist ja in den letzten 4 Sekunden. Das heißt, je schneller man ist mit seinem Build, desto stärker wird dieses Item. Wenn der Build noch nicht ganz so schnell ist, kann man auch ein Rare Schild nehmen mit viel Life und Spellcrit und dann halt Resis und so ein Zeug drauf. Da gibt es auch eine ganze Reihe Mods, die man benutzen kann. Aber Life und Spellcrit sind die wichtigen Mods. Was die Ringe angeht, seht ihr, meine Ringe sind nicht sonderlich eindrucksvoll. Da kann man natürlich weitaus bessere nehmen. Nebenbei gesagt, könnt ihr natürlich auch ein Biskus und 2 Ventors anlegen oder ein anderes MF-Ammo statt diesen Ringen. Ich blende einfach mal die ganzen Mods ein, die gut sind. Erst die Prefixe und dann die Suffixe. Dann könnt ihr euch das dann mal genau angucken.
Und da macht ihr einfach eine Account-Suche, so und so viel Prefixe, so und so viel Suffixe darauf. Im Idealfall will man halt Crit auf seinen Ringen haben, Elemental Damage, das heißt Opal Ring mit Crit extrem gut. Oder halt die Budget-Variante sind Diamond Rings mit vielen Damage-Mods drauf. Brustsuche ist ein bisschen einfacher, da nimmt man einfach eine Tabula. Wenn man das Geld ausgeben möchte und die kosten jetzt ja auch nicht die Welt, 50 Chaos oder so, dann kriegt man plus 1. Das ist sehr gut und die hält einem auch ewig. Ein plus 1 ist sehr gut auf Spells und dadurch erhöht man den Damage von seinem IK nochmal massiv. Das Upgrade wäre halt eine Impulsas Broken Heart. Nachteil an der ist halt, man muss die 6 linken. Außer man hat, wie gesagt, so einen kranken Helm, den ich ja besprochen hatte. Impulsas gibt halt noch mehr AOE Clear, weil die Schock-Explosionen kommen. Man kriegt massiven Damage-Boost durch den Increased Shock-Effekt und Increased Damage if you shocked an enemy recently, was auch immer der Fall ist. Also die Brust ist sehr, sehr stark. Aber wie gesagt, ein Six-Link kostet halt recht viel im Vergleich zu einer Plus-1-Tabula. Das heißt, man sollte für die Budget-Variante eine Plus-1 nehmen. Schuhe können ein bisschen teurer werden, weil man halt wieder auf Movement-Speed angewiesen ist. Ist, weil man Shield Charge benutzt. Also man will viel Life, man will viel Movement Speed, im Idealfall über 25%, und den Rest füllt man dann mit Resis auf. Wenn man sich's leisten kann, kriegt man dann noch Mana auf die Schuhe, oder der Idealfall ist Endurance Charge on Kill. Sind beides gute Mods für uns. Ihr solltet euch unbedingt den Lab Enchant Damage Leeched as Life and Mana if you've killed recently holen. Optimal wäre natürlich die Uber-Version, aber ihr könnt auch die 0,4% Version nehmen aus dem Cruel Lab. Das könnt ihr ganz leicht und schnell laufen, auch alleine. Da braucht ihr keine Hilfe für, selbst mit IK. Wenn ihr halbwegs gutes Gear habt, könnt ihr das natürlich auch im Merc Lab machen. Das ist ja noch ein bisschen besser. Aber den braucht ihr. Gürtel ist wieder ein bisschen einfacher. Darkness Enthroned, wenn man gute Abyss Jewels hat. Wenn man keine guten Abyss Jewels hat, nimmt man einfach eine Stygian Vice mit viel Life, Resis. Einen der drei Flask Mods blende ich ein. Da halt wieder eine Account-Suche, mindestens einen davon drauf. Wenn die Abyss-Gürtel nicht übernommen werden, nimmt man sich einfach irgendeinen anderen Gürtel. Entweder einen Rustic Sash für den Implicit Physical Damage. Oder man nimmt sich einen Heavy Bell für den Stärke-Mod. Der kann auch gut helfen, um die Anforderungen zu erfüllen. Gibt ein bisschen Life. Oder man nimmt sich einen Leather Belt für den 40 Life Implicit. Also da hat man ein paar Auswahlmöglichkeiten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Abyss-Gürtel entfernt werden. Die Jewels werden wahrscheinlich nicht ein bisschen genervt, aber ich glaube, dass sie drin bleiben. Handschuhe ist quasi Pflicht, Rim Sorrow oder Rim Burns, weil wir konvertieren 50% von unserem physischen Schaden von IK zu Lightning über den Physical to Lightning Gem. Genau dasselbe mit dem Helm auch. Und dann bleiben halt noch 50% über. Und wir wollen möglichst viel Schaden zu Elemental konvertieren, damit wir auch vollen Nutzen aus der Elemental Damage Skalierung ziehen können. Das heißt, diese Handschuhe sind sehr gut. Die haben dazu auch noch ein bisschen Resi drauf. Die haben Flat Damage to Spells. Die haben Stärke drauf, also ist auch nicht so schlecht. Man verliert halt ein bisschen Life auf den Handschuhen, aber ist auf jeden Fall wert. Die Flasks in diesem Build sind ebenfalls sehr günstig. Man will eine Aziris Promise haben, weil beide Mods sind gut für uns. Das heißt, man will auch beide Mods möglichst hoch haben. Eine Diamond Flask ist absolut notwendig für diesen Build. Ansonsten crittet man halt nicht so oft. Eine Quicksilver ist sehr gut für uns. Und auf der Quicksilver will man halt im Idealfall Alchemist of Adrenaline haben. Das sorgt halt dafür, dass die maximalen Movement Speed gibt. Und dann noch eine defensive Flask. Hier kann man eine Stibnite, Granite, Basalt, was auch immer reinnehmen. Hauptsache eine defensive Flask. Was die Life Flask angeht, Instant Life Flask, das heißt Bubbling oder Seething. Und dann Off-Staunching, das heißt Bleed Immunity. Jewels für diesen Build sind auch sehr günstig, wenn man sich clever anstellt. Und dafür habe ich euch wie immer hier eine Suche vorbereitet. Jewels können ja zwei Prefixe haben. Eins davon soll Life sein, das andere soll ein Damage-Mod sein. Siehe hier Count 1 mindestens. Dann haben wir noch Suffixe, die sind hier aufgelistet. Die ganzen Stats, Resis und ein paar Damage-Mods. Davon sollen zwei drauf sein. Das hier ist im Grunde nur dafür da, falls euch die Jewels zu teuer werden, dann setzt ihr hier einfach eine 1 rein. Weil wenn ihr eine 0 hier drin habt, dann werden euch diese ganzen Mods hier, die Stats und Resis, gar nicht angezeigt.
Also können wir uns mal angucken. Wenn ich hier eine 0 drin habe, dann ist das günstigste Jewel 3 Chaos oder eher 10, wie man hier sieht. Da geht es halt ziemlich schnell nach oben. Und wenn ich hier eine 1 reinschreibe und mir dann auch Stats und Resis angezeigt werden, dann sind die Jewels halt erhebliches Maß günstiger. Vor allem, wenn man das auf einen längeren Zeitraum betrachtet, das heißt Live-Searches einrichtet und die nebenbei beim Leveln zum Beispiel laufen lässt, merkt man den Unterschied halt ziemlich stark. Aber guckt dafür einfach in die Videobeschreibung, da sind die Links zu diesen Suchen drin. Dann müsst ihr hier oben einfach nur noch, Abyss eintragen und dann habt ihr eure Suche und dann könnt ihr euch die als Lesezeichen abspeichern. Siehst du, in Softcore sind sie sogar noch günstiger, wie immer. Schauen wir uns zu guter Letzt noch die Gemlinks an. Da haben wir natürlich das Haupt-Damage-Setup mit Ethereal Knives. Gelingt mit Physical to Lightning Support, um halt diese 50% Conversion zu bekommen. Dann Increased Critical Strikes ist sehr wichtig, damit wir möglichst viele Shatter-Explosionen vom Herald of Ice kriegen. Spell Echo, sehr guter Damage-Modifikator. Faster Projectiles sorgt dafür, dass die EK-Projektile weiter fliegen. Weil im Grunde ist es so, die Projektile haben eine gewisse Zeit, die sie fliegen. Und dann je schneller sie fliegen, desto weiter fliegen sie dann entsprechend. Da gibt es dann irgendwann auch eine Begrenzung, aber da kommen wir halt nicht ran. Das heißt, das ist im Grunde ein Increased AOE für unseren Projectile Skill. Weil der hat ja keinen AOE-Tag, aber Faster Projectiles funktioniert im Grunde genauso. Und dann habe ich noch zu guter Letzt Pierce drin. Braucht man nicht unbedingt, wenn man Light Poacher hat. Das heißt, da könnte man auch einen anderen Damage Gem dran linken. Aber da ja Light Poacher wahrscheinlich rausfällt, wer weiß, müssen wir auf die Patch Notes warten. Aber wenn er rausfällt, braucht man auf jeden Fall Pierce, weil sonst hat man im Grunde zu wenig AOE. Dann auch wichtig, Movement Setup, natürlich Standard, Shield Charge, Fortify, Faster Attacks, braucht man nichts Großartiges zu sagen. Auch Standard, Cast When Damage Taken, Enfeeble, Immortal Call. Bei diesem Setup sind die Level-Anforderungen zu beachten. Cast When Damage Taken auf Level 1 halten, damit das möglichst oft auslöst. Enfeeble darf entsprechend maximal Level 5 sein und Immortal Call maximal Level 3. Bei Enfeeble sollte man, wenn möglich, sich noch ein Level 20 Quality Gem holen. Also Level 5, 20 Quality. Auch ganz wichtig für diese Spielweise ist Curse on Hit an Herald of Ice dran und dann noch Assassin's Mark dran und dadurch kriegen wir unsere Power Charges, was unseren Crit erhöht. Dann habe ich noch einen Haufen einzelne Gems, die nicht unbedingt gelinkt sein müssen. Da ist zum einen Lightning Golem, gibt uns Attack Speed und Cast Speed, sehr gut. Decoy Totem hilft bei Bossfights und Abysses und eventuell bei der nächsten Leak-Mechanik, die kommt. Clarity, weil wir Mind Over Matter sind. Portal ist einfach nur Quality of Life, weil ich keine Lust habe, eine Portal Scroll zu benutzen oder mich auszuloggen. Hier dann halt 20 Quality, weil mehr Cast Speed. Genau dasselbe gilt für Vile Breach, auch 20 Quality. Vile Breach ist im Grunde notwendig, um Map-Bosse zu töten. Wenn man keinen Headhunter hat. Wenn man Headhunter hat, kann man die auch one-shotten. Aber das ist ja eine Budget-Variante. Und dann zu guter Letzt noch die Gems in dem Light Poacher. Da habe ich natürlich Physical to Lightning, habe ich ja schon angesprochen, damit wir 100% Conversion von Physical zu Elemental haben. Also 50% Lightning, 50% Cold. Und dann noch möglichst viele Projektile, das heißt Greater Multiple Projectiles und Volley ist dran gelinkt. Ich habe letztens das Gerücht gehört, dass das nicht zusammen funktioniert. Ich habe es extra ausprobiert. Mit GMP und Volley sind es 13 Projektile. Wenn man Volley rausnimmt, sind es 11. Das heißt, das stackt. Dann hätten wir das auch geklärt. Gut, das soll es gewesen sein mit dem Build-Guide. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn euch nicht gefallen hat oder euch Einzelheiten aufgefallen sind, die man in Zukunft besser machen könnte, schreibt die einfach in die Kommentare. Dann kann ich die aufnehmen, die Kritik. Ansonsten, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Ihr geht einfach in meine Videobeschreibung rein. Da findet ihr hier einen Amazon-Link. Wenn ihr über diesen Amazon-Link etwas bestellt, wird das meinem Account quasi zugeschrieben und ich kriege dann eine Gewinnbeteiligung. Wenn ihr euch also diesen Link als Lesezeichen zum Beispiel abspeichert, das würde massiv helfen. Und es kostet euch tatsächlich nichts extra, erstaunlicherweise. Vielen Dank für die Unterstützung.